Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der Nachtgedanken. Draußen ist es zwar noch hell, ich muss das wieder ein bisschen früher aufnehmen, aber trotzdem einen schönen guten Abend. Ich habe heute Abend die drei Handwerksburschen für euch, wieder ein Märchen der Gebrüder Grimm. Wir haben noch viele Märchen der Gebrüder Grimm. Die langen habe ich mir zum Beispiel noch aufgehoben. Da gibt es Märchen, die brauchen mindestens mal 15 bis 20 Minuten, bis ich sie vorgelesen habe. Wollt ihr die überhaupt sehen? Ich werde in der Gruppe Nachtgedanken auf Facebook mal eine Umfrage einstellen. Ihr könnt mich aber natürlich auch wie immer anschreiben, anrufen, mir eine WhatsApp schicken, da freue ich mich genauso drüber. Aber legen wir jetzt mal los, ganz langsam mit der Geschichte, die drei Handwerksburschen. Viel Spaß. Es waren drei Handwerksburschen, die hatten sich verabredet, auf ihrer Wanderung beisammen zu bleiben und immer in einer Stadt zu arbeiten. Eines Tages aber fanden sie bei ihren Meistern keinen Verdienst mehr, so dass sie endlich ganz herunterkamen und nichts zu leben hatten. Da sprach der eine: »Was sollen wir anfangen? Hier bleiben können wir nicht länger. Wir wollen wieder wandern. Und wenn wir in der Stadt, wo wir hinkommen, keine Arbeit finden, wollen wir beim Herbergsvater ausmachen, dass wir ihm schreiben, wo wir uns aufhalten und einer vom anderen Nachricht haben kann. Und dann wollen wir uns trennen.« Das schien den anderen auch das Beste. Sie zogen fort, da kam ihnen auf dem Weg ein reich gekleideter Mann entgegen. Der fragte, wer sie wären. »Wir sind Handwerksleute und suchen Arbeit. Wir haben uns bisher zusammengehalten, aber wenn wir keine mehr finden, wollen wir uns trennen.« »Das muss nicht sein«, sprach der Mann, »wenn ihr tun wollt, was ich euch sage, soll's euch an Geld und Arbeit nicht fehlen. Ja, ihr sollt große Herren werden und in Kutschen fahren.« Der eine sprach: »Wenn's unsere Seele und Seligkeit nicht schadet, wollen wir es wohl tun.« »Nein«, antwortete der Mann, »ich habe keinen Teil an euch. Der andere aber hatte nach seinen Füßen gesehen, und als er da einen Pferdefuß und einen Menschenfuß erblickte, wollte er sich nicht mit ihm einlassen. Der Teufel aber sprach: »Gebt euch zufrieden, ich hab's nicht auf euch abgesehen, sondern auf die Seele eines anderen, der schon halb mein ist und dessen Maß nur volllaufen soll.« Weil sie nun sicher waren, willigten sie ein, und der Teufel sagte ihnen, was er verlangte. Der erste sollte auf jede Frage antworten: »Wir alle drei.« Der zweite: »Ums Geld.« Der dritte: »Und das war recht.« Das sollten sie immer hintereinander sagen, weiter aber dürften sie kein Wort sprechen, und überträten sie das Gebot, wäre gleich alles Geld verschwunden. Solange sie es aber befolgten, sollten ihre Taschen immer voll sein. Zum Anfang gab er ihnen noch gleich so viel, wie sie tragen konnten, und hieße sie in die Stadt, in das und das Wirtshaus zu gehen, und sie gingen hinein. Der Wirt kam ihnen entgegen und fragte: »Wollt ihr etwas zu essen?« Der erste antwortete: »Wir alle drei.« »Ja«, sagte der Wirt, »das meine ich auch.« Der zweite: »Ums Geld.« »Das versteht sich«, sagte der Wirt. Der dritte: »Das war recht.« »Jawohl, war's recht«, sagte der Wirt. Es wurde ihnen nun gutes Essen und Trinken gebracht und gut aufgewartet. Nach dem Essen musste bezahlt werden. Da hielt der Wirt dem einen die Rechnung hin, der sprach: »Wir alle drei.« Der zweite: »Ums Geld.« Der dritte: »Und das war recht.« »Freilich ist's recht«, sagt der Wirt, »alle drei bezahlen, und ohne Geld kann ich nichts geben.« Sie bezahlten aber noch mehr, als er gefordert hatte. Die Gäste sahen das mit an und sprachen: »Die Leute müssen verrückt sein.« »Ja, das sind sie auch«, sagt der Wirt, »sie sind nicht recht klug.« So blieben sie eine Zeit lang in dem Wirtshaus und sprachen kein anderes Wort als: »Wir alle drei, ums Geld.« Und das war recht. Sie sahen und wussten aber alles, was darin vorging. Es trug sich zu, dass ein großer Kaufmann kam mit viel Geld, der sprach: »Herr Wirt, heb er mir mein Geld auf, da sind die drei närrischen Handwerkersburschen, die möchten's mir stehlen.« Das tat der Wirt. Als er den Mantelsack in seine Stube trug, fühlte er, dass er schwer von Gold war. Darauf gab er den drei Handwerkern unten ein Lager. Der Kaufmann aber kam oben hin in eine gesonderte Stube. Als Mitternacht war und der Wirt dachte, sie schliefen alle, kam er mit seiner Frau, und sie hatten eine Holzaxt und schlugen den reichen Kaufmann tot. Nach vollbrachtem Mord legten sie sich wieder schlafen. Als nun Tag war, gab's großen Lärm. Der Kaufmann lag tot im Bett und schwamm in seinem Blut. Da liefen alle Gäste zusammen. Der Wirt aber sprach: »Das haben die drei verrückten Handwerker getan.« Die Gäste bestätigten es und sagten, niemand anders kann's gewesen sein. Der Wirt aber ließ sie rufen und sagte zu ihnen: »Habt ihr den Kaufmann getötet?
Wir alle drei, sagte der Erste. Ums Geld, sagte der Zweite. Und das war recht, sagte der Dritte. Da hört ihr es nun, sprach der Wirt, sie gestehen's selber. Sie wurden also ins Gefängnis gebracht und sollten vor Gericht gestellt werden. Als sie nun sahen, dass es ernst wurde, bekamen sie doch Angst, aber nachts kam der Teufel und sprach, haltet nur noch einen Tag aus und verscherzt euer Glück nicht. Es soll euch kein Haar gekrümmt werden. Am nächsten Morgen wurden sie vor Gericht geführt. Da sprach der Richter, seid ihr die Mörder? Wir alle drei. Warum habt ihr den Kaufmann erschlagen? Ums Geld. Ihr Bösewichter, sagt der Richter, habt ihr euch nicht der Sünde gescheut? Und das war recht. Sie haben bekannt, sie sind noch halsstarrig dazu, sprach der Richter, führt sie gleich zum Tode. Also wurden sie hinausgebracht und der Wirt musste mit in den Kreis treten. Als sie nun von den Henkersknechten gefasst und oben aufs Gerüst geführt wurden, wo der Scharfrichter mit bloßem Schwert stand, kam auf einmal eine Kutsche mit vier blutroten Füchsen bespannt und fuhr, dass das Feuer aus den Steinen sprang, aus dem Fenster aber winkte einer mit einem weißen Tuch. Da sprach der Scharfrichter, es kommt Gnade. Und aus dem Wagen wurde auch Gnade, Gnade gerufen. Da trat der Teufel heraus als ein sehr vornehmer Herr, prächtig gekleidet und sprach, ihr drei seid unschuldig, ihr dürft nun sprechen. Sagt frei heraus, was ihr gesehen und gehört habt. Da sprach der Älteste, wir haben den Kaufmann nicht getötet, der Mörder steht da im Kreis, und deutete auf den Wirt. Zum Beweis, geht in seinen Keller, da hängen noch viele andere, die er ums Leben gebracht hat. Da schickte der Richter den Henkersknecht hin, die fanden es, wie es gesagt war, und als sie dem Richter das berichtet hatten, ließ er den Wirt hinaufführen und ihm den Kopf abschlagen. Da sprach der Teufel zu den dreien, nun hab ich die Seele, die ich haben wollte, ihr aber seid frei und habt Geld für euren Lebtag. Tja. Man soll vielleicht nicht auf den Teufel hören, wenn man gerade pleite ist, aber ab und zu bringt es einem vielleicht doch die ein oder andere Mark 50. Ich weiß nicht. Also ich bete dann lieber zum lieben Gott und meistens macht er es auch, dass ich irgendwo einen Groschen finde und ich kann mir ein Eis kaufen. Ich aber wünsche euch jetzt ganz kostenfrei und ohne, dass ihr für mich irgendwelche Sprüche aufsagen müsst, eine gute Nacht.